Welcome back, ihr krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC 10 in der Karriere. Leute, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, deshalb mache ich es kurz. WRC 10 hat meinen Speicherstand gelöscht. Wie ist das passiert? Nun, wir waren bereits in der letzten Stage der Chile Rally, die 21 Kilometer El Buma Etappe, und viermal ist das Spiel insgesamt abgestürzt. Einmal direkt beim Countdown-Startbereich und die restlichen Male entweder in Kurve 1 oder in Kurve 2. Weiter ging es dort nicht. Immer direkt Blue Screen, Spiel abgestürzt. Und beim fünften Mal Spiel starten, hatte ich diese Meldung. Sprich, hier Speicherstand defekt und Karrierefortschritt gelöscht oder irgendwie sowas. Ich kann es mir nicht mehr merken, weil es war ein Satz. Sätze kann ich mir nicht merken. Von daher starten wir die Karriere nochmal von null, was mich richtig aufregt, weil wir waren echt weit. Wir waren kurz davor, die Junior-WRC abzuschließen. Das hätten, glaube ich, nur noch ein bis zwei Rally-Stages oder Rally-Länder hätten wir abhaken müssen, dann hätten wir es geschafft. Und auch unser Forschungs- und Entwicklungsfortschritt. Einfach RIP. Deshalb, Leute, Junior-WRC haben wir abgehakt. Wir gehen jetzt rein in die WRC 3. Schade, ich dachte eigentlich bei diesem Text, Tastaturfeld, den ich hier habe, um Namen einzugeben und Wörter und weiß ich was, was ja leider in der Aufnahme aus Gründen ausgeblendet wird, I don't know why, dass schon die eingegebenen Wörter wenigstens die gespeichert werden. Und sobald man den ersten Buchstaben reinhaut, naja, das zuletzt geschriebene vervollständigt. Aber nein. Aber nichtsdestotrotz erstellen wir hier in Rekordzeit ein Team. So schnell hat noch nie jemand ein WRC-Team erstellt wie ich jetzt. So, bitte kein Franzose, und wir gehen rein. KI-Schwierigkeit lassen wir erstmal auf 100. Ja. Ich war bei der Chile Rally schon zwar auf 130 hoch und da hat es angefangen knappig zu werden. Aber ich muss sagen, jetzt, es könnte wieder ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen. Wenn es damit heißt, wie muss man jetzt wirklich den Allrad bewegen? Wie ist die Aerodynamik? Wie ist die Bauer vom Auto? Weiß ich alles nicht. Ich habe mich, wie gesagt, Rally Estonia, habe ich noch richtig, erst da habe ich diesen Fronttriebler erst richtig verstanden, wie man den quälen muss. Sprich, wenn man irgendwie quer kommt und alle halten das Handy bereit für ein YouTube-Video namens Big Rally Crash Volume 1, muss man im Fronttrieber nur noch beim maximalen Quergang einfach nur noch dahin lenken, wo man hin will. Also ne, wieder in richtige Fahrtrichtung, in Richtung Straße, und einfach nur Vollgas geben. Vollgas. Dann, zack, fertig. Querschlenker des Jahrhunderts, easy abgefangen. Gerade in den Fronttriebler gewöhnt, dann Speicherstand gelöscht. Toll. Ist ja nicht so, als ich schon 6 Folgen im Voraus aufgenommen habe und die dann sehr wahrscheinlich, die ich jetzt schon auf YouTube unter Privat hochgeladen habe, die kann ich dann auch erstmal weglöschen, weil ich glaube, es macht keinen Sinn, die Chile Rally und den Geplänkel davor hochzuladen mit dem Wissen im Hintergrund, das nützt euch ja eh nichts. Ihr guckt das jetzt, aber ich weiß, das ist einfach verschwendete Zeit. Weil ich habe jetzt eine neue Karriere angefangen und ich gucke noch die alte. Das macht absolut keinen Sinn. Aber ich glaube, die Estonia Rally ist schon online, soweit ich weiß. Naja. Nun. Gehen wir rein? Wir gehen rein. WRC3 mit dem Skoda. Simply clever. 3, 2, 1 und los. 30, links 4 kurz, in rechts 5, 50. Links 6 macht zu, 5 innenhalten, rechts 4 Verengung. Oh! Alles gut. Und rechts 4 innenhalten, links 5 und rechts 5. Ating. In rechts 6 kurz und scharf bremsen, scharf rechts nicht schneiden, 50. Links voll 50. Links 4 kurz und rechts 4, 50. Kuppe mittig halten und rechts 4 bremsen, in links 3, 80.
links 6, innenhalten rechts 3, leicht schneiden. Upsala. Und links 2, 50. Baum. Links 4 kurz, Verengung in rechts 3 und links voll, macht auf. Und links 3 Verengung. Ah, eine fiese Kurve. Asphalt. 4 links, rechts 5, direkt links macht, 5, ne, in rechts 3. Da weiß man, okay, gut, kann man ein bisschen cutten, die Kurve. Rechts 5 macht zu, in links 4 kurz 50. Wow. Vorsicht, falsche Spur. Okay, ich muss sagen, es fühlt sich an, als der Junior WRC Fronttriebler tausendmal mehr Grip hatte als der Allradler hier. Rechts 6 und links 6 in rechts 5, innen halten und Ziel. Okay, wir haben ja noch, wir haben ja noch 2 Versuche. Ah, nutzbar. Wir wollen ja einen geilen WRC3-Vertrag. 3, 2, 1, los! 30, links 4 kurz, in rechts 5, 50. Links 6 macht zu, 5 innenhalten, rechts 4 Verengung. Und rechts 4 innenhalten, links 5 und rechts 5. In rechts 6 kurz und scharf bremsen, scharf rechts nicht schneiden, 50. Oder hinge ich in dieser Abwasserrille? Links 4 kurz und rechts 4, 50. Rille oder Rinne? Eins davon auf jeden Fall. Kuppe mittig halten und rechts 4 bremsen in links 3, 80. Links 6 innen halten, rechts 3 leicht schneiden und links 2, 50. Verengung in rechts 3 und links voll, macht auf. Und links 3 Verengung in scharf links über Asphalt. Und rechts 5 in links 5 leicht schneiden, 80. Das ist sehr viel gelenkt. Wie schnell die Scheiben immer dreckig werden. Rechts 5 macht zu, in links 4 kurz, 50. Oh no, Lernkurve, 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 Lernkurve ist nicht vorhanden. Ja. 3, okay, letzter 2, 1, wir sind unterwegs. 30, Lights out and away we go. Eine Woche ohne Formel 1, ich bin direkt lost. 5 innen halten, rechts 4 Verengung. Und rechts 4 innen halten, links 5 und rechts 5. Rechts 6 kurz und scharf bremsen, scharf rechts nicht schneiden, 50. Links voll, 50. Shit, da habe ich mir Zeit gelassen in der Kurve gerade. Links 4 kurz und rechts 4, 50. Kuppe mittig halten und rechts 4 bremsen in links 3, 80. Links 6 innen halten, rechts 3 leicht schneiden und links 2, 50. Links 4 kurz, Verengung in rechts 3 und links voll, macht auf. Und links 3 Verengung in scharf links über Asphalt. Und rechts 5 in links 5 leicht schneiden, 80. Okay, come on, jetzt kommt. Jetzt wird konzentriert. Rechts 5 macht zu, in links 4 kurz, 50. Ha, Leerkurve, heieiei. Rechts voll, 200. Rechts 6 und links 6 in rechts 5, innen halten und Ziel. Oh ja, ja, ja. 1,39, 483. Ist das gut? Ich habe keine Ahnung. Finden wir es heraus. Rein geht's. Okay, wir kriegen kein Privatteam. Wir können es nicht auswählen. Herstellerteam, was kannst du denn, Herstellerteam? Im Herstellerteam-Modus müssen Sie nicht nur Fahrer sein, sondern auch ein Team leiten, das einem Automobilhersteller gehört. Okay, was ist Privatteam, was wir nicht haben konnten, können, machen, tun? Sie wollen mehr Freiheit? Im Privatteam-Modus können Sie mehr Parameter einstellen. Das bedeutet,
dass Sie tiefer in den Management-Aspekt Ihrer Karriere einsteigen. Kann direkt aus der WRC oder WRC3-Kategorie aufgerufen werden, sobald die Events des Jubiläum-Modus freigeschaltet wurden. Warte mal, was? Ich muss erstmal Jubiläumsmodus prügeln, damit wir privaten Team erstellen können? So oder so, der erste Schritt ist der Kauf oder die Anmietung eines Autos im Rahmen Ihres Budgets. Okay, das ralle ich nicht. Aber wie auch in der Schule, fragt man nicht weiter nach, sondern schwitzt sich durch und ignoriert sich durch bis zur nächsten Stunde und hofft einfach auf ein besseres Thema. Sowas bei mir, deshalb kann ich auch nicht 1 plus 1 rechnen. Sind nämlich 43. Nun, kein VW dabei. War nicht in der WLC3 mal ein VW? Also, oder gibst du diese drei Fahrzeuge aktuell? Nee, WLC3 hatte doch, oder ist das WLC2 mit dem VW-Bullin? Naja, Ford hatten wir ja schon in der Junior-WLC. Skoda gibt sich in der WRC, in der richtigen WRC, und ich glaube, Hyundai auch nicht, oder? Und daher würde ich sagen, entweder Skoda oder, habe ich Hyundai gesagt? Nee, was ist das denn? Ist das ein Renault? Ich glaube, das ist ein Renault. Aber kein Kaktür, oder? Nee. Oh, das ist ein, oh Gott, mal gucken. Wo sind die besseren Etappen drin? Gefahrene Rallyes. Monte Carlo, Schweden, Italien, Sardinien, Chile, oh Gott, Chile. Hier ist auch Chile. Hier ist kein Chile, aber Ford hatten wir schon. Okay, nehmen wir Skoda. Oder Chile. Oder Chile, ja. Ich bin komplett hängen geblieben. Renault. Wo gibt es denn die geileren Etappen? Hier ist nicht Schweden dabei. Das ist gut. Oder? Wenn Schweden nicht dabei ist? Ich habe immer Angst vor diesen Schneewänden. Keine Ahnung warum, aber die machen mir Angst. Okay, ich musste auf jeden Fall was wegcutten, weil ich konnte mich wirklich nicht entscheiden. Das waren hier mindestens 5 Minuten, wo ich hier dran sitze und einfach nur den hier mache. Und einfach nur hoffe, dass jemand anders für mich entscheidet. Wir nehmen jetzt Skoda. Because hier Rallye Chile ist weit hinten. Ich hoffe, das Spiel ist bis dahin gefixt. Willkommen im HQ. Hier treffen Sie Rennvorbereitung, verwalten Ihre Crew und organisieren. Oh, habe ich. Habe ich wieder Tutorials? Alter, Leute, guckt euch. Oh mein Gott. Okay, nee, verschieben wir das Thema. Erstmal geht's rein in die Ziele. Arten von Zielen. Ja, mach dich. Ja. Kurzfristiges Ziel. Verwenden Sie bei der nächsten Rallye nicht mehr als 35 Minuten Reparaturzeit. Okay, das wird hart. Weil ich komme halt. Ich habe noch null Ahnung mit diesem Auto. Mittelfristiges Ziel. Absolvieren Sie mindestens 3 Events unter Extrembedingungen in 6 Wochen. Okay, das ist hart. Crewmanagement. Willkommen im Bereich der Crewverwaltung. Mach den. Hier können Sie Crewmitglieder verwalten. So. Mechaniker rein. Agent rein. Physio rein. Achso, das war es auch schon. Ja, geil. Mechaniker, Agent, Physio. Das reicht doch. Haben wir irgendwas zum Rekrutieren? Nein? Kein Anfänger? Gut, kein Anfänger. Im Kalender? Ja. Gut, Training nehmen wir. Wo ist die Maus? Die ist so oben links. Komm runter. Achso, ich muss das jetzt mal auswählen. Okay. Jubiläumsrennen. Audi Quattro A2. Was machen wir da? Na komm. Ein Jubiläumsrennen. Oder ein Teamaufbau. Ah, nee, Team ist neu, die brauchen keinen Aufbau. Sollen sich mal raffen gehen. So, wir gehen rein in Training und dann. Audi A2. Gehen wir dann auch nochmal rein. Oh, das sieht wieder verdächtig nach der Strecke aus, die wir schon hatten. Die Fast and Furious Strecke. Geradeaus, Handbremse. Oh, das Auto einfach da hingeworfen wurde. Habt ihr diesen kleinen Feder-Move gesehen? Dies ist ein Trainingsevent. Ja. Kennen wir schon. Rein. 2, 1, und los! Smooth operator. Oh nein. Ich dachte, ich hätte dieses Lied aus meinem Kopf verbannt.
Okay, wir haben Gold geschafft. Wir brauchten noch nicht mal eine fliegende Runde dafür. Oh, es fängt richtig gut an. Es fängt richtig, richtig gut an. So, Dreieck für beenden. Easy Snack, Training, durchgespielt. Fortfahren. Aus dem Stand. Mit dem Junior WRC mussten wir... Also, die erste Runde war ja halt immer shit, weil ich gesagt habe, ja, aus dem Stand, ne, ist ja, kann man das nicht schaffen. Und dann halt immer in der zweiten Runde, in der ersten Fliegenrunde, haben wir es dann geschafft. Und jetzt einfach auch schon aus dem Stand, ohne fliegende Runde. Es gibt etwas Neues in Ihrem Kalender. Ja, mach dich. Ein neues Event. Ja, steht durchprügeln die Scheiße. Achso, ich muss das auswählen. Gut. Ja, gut, dann packen wir mal Erholung rein und dann auf geht's. Jubiläumsrennen, jawohl. 7,53 Kilometer mit dem Audi A2. Habe ich, wir sind ja schon mal in, wo war das, Portugal? In Sanremo. Wo ist Sanremo? Ist Sanremo ein Land oder eine Stadt? Oh mein Gott, bin ich dumm. Naja, auf jeden Fall in Sanremo sind wir, glaube ich, den A2 gefahren. Allerdings mit Michel Martin. Aber ich habe damals noch A1 gesagt. Was da auch schon der A2 oder A1? Ich glaube, ich habe mich dann damals vertan. Aber jetzt ist 84. Mit Michel Martin sind wir doch 82 gefahren. Jetzt ist 84. Das heißt, vielleicht mit Walter Röll oder mit Stig Blomqvist als Fahrer. Weil Walter Röll ist ja 83 noch für Lancia gefahren. Und 84 dann mit Audi. Wo ja Stig Blomqvist ihn in das Allradfahren eingeschult hat. Sie nehmen an einem WRC-Jubiläum. Das hast du schon gesagt. Damals in der ersten Folge, in der allerersten. Ah, ne, mit Stig Blomqvist. Oder wie es immer bei Top Gear hieß. Some say. Man sagt sich und dann, ihr wisst nur, er heißt The Stig. 5, 4, 3, 2, 1. Wir sind unterwegs. 20 Haarnadel links in rechts voll, macht zu 4 kurz. Wow, war das knapp. Links 4 vorne. 30. Scharfe Haarnadel rechts 30. Okay, das war jetzt nicht mehr knapp. Das war Unfall. Aber nach knapp kommt bekanntlich immer Unfall. In rechts 5 bremsen. Für scharfe Haarnadel links. Links 5 macht zu, in rechts 5 Verengung 40. Links 5 kurz 30. Rechts voll in Tunnel 30. Wow. Da hat mich kurz etwas nach rechts scharf gezerrt. Rechts in Brücke. Und scharf rechts mittig halten in Tunnel. Und links 5 halten in rechts 4 30. Knoten 30. Knoten? Ich habe Angst immer vor einem Knoten. 30. Ich weiß nie richtig, was die da von mir wollen. Oh, leck! Rechts 4 macht zu, links 6, in rechts 6 macht zu 30. Links 5 sehr lang 30. Ja, das Nervige an Knotencalls ist rechts halt. Links 3 kurz und links 3 breiter. Wow. Du weißt nie, wie der Eingang ist von diesem Knoten. Rechts 4, 50. Kannst da schnell rein, langsam rein. Ist das große oder kleine Öffnung, weiß man rechts nicht. Rechts 4 kurz, in links 3 sehr lang 30. Rechts voll macht zu 2,30. Oh wow, das ist rechts voll? Im dritten rechts Gang vier, rechts langsam rumkrüppeln? Das ist rechts voll? Rechts 4 und links 2 kurz. Komm, Mondspiel. In rechts 4, in links 3 kurz. In rechts 3 kurz halten, in links 2. In rechts 4 macht zu 3, in links 2. In rechts 3, 30. Links 3 macht zu, in rechts 3 kurz. In schnelle Knoten über Kuppe 50. Wow, war ein bisschen eisig. Links 4 macht zu, 80. Rechts 3 halten, in links 5 bei Abzweig. Und Achtung, links voll macht zu 3 über Kuppe. In rechts 3 macht zu, 50. Links voll, 80. Haarnadel links, 100. Rechts 6, 80. Ah, ein bisschen Schiss gerade wegen dem Abgrund, deshalb ein bisschen mehr gezappelt am Lenkrad als normal.
Achtung, links 4 kurz über Kuppe. In rechts 4 macht zu 3. Und rechts 4 kurz, in rechts 5 kurz 50. Achtung, bremsen, links 2 kurz. In rechts 3 macht zu, in links 2 kurz. Oh, oh. In rechts 4 macht zu, in links 2 kurz. Und rechts voll 20. Rechts 3 nicht schneiden und links 4 innenhalten über Kuppe. In rechts 5 kurz und Haarnadel rechts 50. Stark. Links 4 in rechts 4. Der haut die Gänge nicht so schnell runter, wie ich es gern habe. Links 4, 50. Links 5 kurz, nicht schneiden, 80. Links 2 leicht schneiden, macht auf 20. Links 5 macht zu 2 nach Abzweig in rechts 2 nicht schneiden. In links 2 nicht schneiden, Verengung in rechts voll 30. Rechts 3 kurz, in links 4 macht zu. Band. In rechts 2, in links 3 oh, nicht come on, schneiden. Ich hab die noch gar nicht berührt, die Wand. Da war ich doch Safe Call dran vorbei. Und links 5. Und links 4 kurz, in rechts 5 über Kuppe 30. Rechts 4, no. 50. Ganz schlecht. Ganz, 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 ganz schlecht an der Stelle. Ganz, ganz schlecht. Ah, die Gänge haut da wirklich nicht schnell rein. Rechts 4 in links 5 lang. Achtung, Abzweig links in rechts voll 80. Links voll in rechts 5. Und rechts 4 mittel. Und links 6 in rechts 5 macht auf 50. Rechts 4, kurz Verengung in links 5 und Tunnel 30. Oh, da war ein Lag, ihr habt's doch alle gesehen. Aber ich bin auch schlecht gefahren, aber dieser Lag hat's nicht besser gemacht an der Stelle. Links voll innen halten 30 und rechts 6 macht zu 5 in Tunnel 20. Rechts 6, kurz 20, rechts voll in links 6, Verengung 150 zum Ziel. Achtung! No! Big Sheet am Ende. Ah, 5 Minuten 6. Ich glaube, selbst ohne Zwischenfall auf der Etappe wäre es super, super eng geworden. Und? Oh, Hannu Mikula ist auch dabei. Ah, stimmt, der war ja auch im Audi. Das habe ich ja voll vergessen. Aber Walter Röll und Christian Geisdörfer, das Top-Duo, auf der 1. Und wir sind hier auf der 2. Ja, gut. Wir haben zwar das Ziel nicht geschafft, aber Erster nach Walter Röll kann man nicht sein. Das ist... Also wer Walter Röll die Ergebnisse nicht kennt, das ist quasi wie ein Steroiden Bayern in der Bundesliga. Man zählt einfach nur, okay, wer hat es denn nach Bayern auch noch geschafft? So ist das ungefähr zu vergleichen. Na komm, dann gehen wir mal weiter. Wie gesagt, gegen Walter Röll darf man verlieren. Muss man nicht, aber man darf. So, und dann nicht vergessen, rein geht's mit dem Erholungsevent. Obwohl, ich kann ja wieder was Neues hier reinpimpen. Oh, okay. Nächstes Mal geht's schon direkt los mit der Rallye Monte Carlo. Genug Eingewöhnungszeit. Eine Teststrecke. Einmal Training, also quasi Gas geben, Handbremse und Gas geben. Und jetzt direkt Monte Carlo. Gar nicht viel auf einmal. Ja gut, dann erstmal rein mit der Erholung. Ein neues Event ist in Ihrem Kalender. Ja, Maul halten. Nun. Und dann heißt es, bis morgen und freuen wir uns gemeinsam auf Rallye Monte Carlo. Heilige Scheiße. Ich bin gespannt. Von daher, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da und ich bin nochmal raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.